Servus, liebe YouTube-Gemeinde, wir sind wieder beim Rehannes. Hey, der soll das tun. Der will noch immer nicht, dass man weiß, dass wir bei ihm sind. Ich weiß nicht warum, es ist ihm, glaube ich, noch immer genauso unangenehm wie letzte Woche. Ich verstehe das nicht. Ehrlich, verstehst das du? Nein, also keine Ahnung. Also ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall montieren wir hier jetzt diese Tablarhalter. Und wenn es so schnell weitergeht, sind wir zu Weihnachten mit dieser Baustelle fertig. Glaub nicht. Sicher. Es ist ja jetzt ist ungefähr Juni. Juli, oder? Haben wir schon Juli? August, September, Oktober, November, nein, das schaffen wir nicht. Aber Ostern. Nächstes Jahr zu Weihnachten. Ostern. Zu Ostern sind wir fertig. Aber falls der Weinbauer denn nicht wissen will, dass man weiß, dass wir das sieht, damit er ungefähr weiß, wie er sich das einteilen kann, zu Ostern kann er schon die Oster in den Laden verstecken. Aber nicht viel hineingeben, denn diese Laden sind nicht fachmännisch montiert. Nein, das war natürlich ein Scherz mit Anhalten schon, oder? Ja, ich weiß nicht. Naja, lieber nicht. So, wir montieren hier diese Tablarhalter. Sie wollen hier oben was raufstellen? Es kommt jemand. Ehrlich, es kommt jemand. Oi. Was? Wer ist das? Oje. Kerkermeister? Ich weiß, okay. Kellermeister? Wir bekommen Getränke. Oh. Dankeschön. 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 Da arbeiten wir nicht mehr lang weiter. Oh. Hm? Keine Werbung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir hier mit der Farbschnur, mit dem Laser einen Strich gemacht, dass wir genau sehen. Und jetzt haben wir das hier angetübelt. Die haben hier auch einen Mittelriss. Den Mittelriss haben wir uns von unserem Holzteil übertragen. Kann man das hier sehen? Ja. Hier Mittelriss und hier. Und diesen Mittelriss haben wir auf unserem... Das kann ich hier dann reinschrauben. Ja. Scherlich? Das kann ich hier reinschrauben. Das kann ich hier reinschrauben. Das kann ich dann fest in einem Schraubenzieher anziehen. Und hier haben wir auch die Mitte angerissen und mit der Oberfräse genau hineingebohrt. Da haben wir so einen Bohrer mit einem Spitz. Ausgefräst und dann ausgebohrt. Ausgefräst mit der Oberfräse und dann hier eingebohrt. Ja. Mit der Oberfräse so tief es ging, dann hat man eine Führung. Erich? Ja, Entschuldigung. Mit der Oberfräse haben wir so tief hineingebohrt hier. Dann hat man eine Führung und dann kann man mit dem Handbohrer in der Führung eigentlich weiterbohren. Wenn man eine Langlochbohrmaschine hat, kann man das auch mit einer Langlochbohrmaschine. Und jetzt, wenn das ganz genau dann ist, dann kann man das hier einfach so draufstecken auf diese, alleine ist das jetzt etwas unmöglich, aber hier haben wir schon eines aufgesteckt und wir haben zusätzlich hier diese Teile gegeben, die haben wir lamelliert und oben mit einem Winkel, vielleicht kann man das sehen, ehrlich gesagt, das ist so hoch oben. Hier oben haben wir einen Winkel eingelassen, damit das dann so nicht schaukeln kann, ehrlich. Denn sonst schaukelt das so. Diese Halter hat 75 Kilo, aber sie sind trotzdem beweglich. Man kann das hier einstellen und diese etwas in die Höhe spannen. Mit diesen kleinen Schrauben kann man das in die Höhe spannen. Aber durch diese kleinen Teile, die wir hier hergeben, wird das wirklich sehr stabil. Wenn man jetzt nur ein kleines Tablar an die Wand setzt, mit einer Länge von 60, 70, 80 cm, braucht man das nicht. Dann genügen nur diese, aber man kann jetzt nicht... Wenn man 30 Bierkisten draufstellt, ist das nicht optimal. Erich, du hast dich noch nicht... So, ja hallo, liebe YouTube-Gemeinde. Willst du auch was sagen zu diesem? Heute nicht. Auf jeden Fall, glaube ich, müssen wir jetzt aufhören. Ich sehe da draußen gehen schon wieder einige Leute umher. Ich hoffe, der Kellermeister verbessert uns nicht. Ja, okay. Wir sagen Tschüss, wir sagen Danke. Und wenn ihr ein Tablar montiert, denkt immer daran, aufpassen, dass ihr keinen erwischt, denn ich weiß nicht. Abonniert den Kanal, drückt Gefällt mir. Das ist ein Schuss, die schießen auf uns. Oh Gott. Okay, ja.